Guten Morgen, Leute. Wieder ein glorreicher und fantastischer Tag in Tempers Mills in unserem wundervollen Land Colorado. Ich bin Gary und werde euch wie immer durch euren Tag mit Musik und dummen Sprüchen begleiten. Ich versüße euch den Arbeitstrott und rege Fantasien. Bei mir im Studio ist die bezaubernde Terry. Ja. Gary und Terry, das WKUNT Dream Team. Ich schaue auf euch hinunter von unserem Radiosender, der auf dem höchsten Berg sitzt und fühle mich gut. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, doch als ich heute Morgen in aller Früh das Haus verlassen habe, dachte ich mir nur, wenn es einen Gott gibt, hat er denn nichts anderes zu tun, als uns täglich auf den Kopf zu schiffen? Aber das soll unsere Laune nicht verderben. Wir werden mit Witz und Schwitz den Tag rumbekommen. Und ehe ihr, meine Freunde, euch versehen könnt, seid ihr wieder zu Hause bei euren Liebsten. Wenn ihr welche habt. Was ist heute schon alles passiert? Lasst mal sehen, was Terry mir auf meinen Monitor schickt. Miss Dillinger hat in ihrer Bäckerei heute Aktionstag und bietet Backwaren zum halben Preis. Also mal ehrlich, für dieses trockene Zeug würde ich nicht mal ein Viertel des Preises blechen. Der kleine Timmy hat heute Geburtstag. Lieber Timmy, wir wünschen dir alles Gute, viele Süßigkeiten und hammermäßige Zensuren auf deinem nächsten Zeugnis. Was haben wir noch? Auf der Route 15 ist ein Milchlaster umgekippt. Fahrt vorsichtig und langsam durch die ca. 10.000 Liter Milch. Es könnte glitschig werden. Hey Terry, wie sieht's mit dem Wetterbericht aus? Ich habe Mac gleich in der Leitung. Da habt ihr es gehört. Die Worte der Herren. Terry ist mein Boss. Meine Sklaventreiberin. Aber das wisst ihr ja. Einige meinen ja, dass Terry ein Name für Jung ist. Doch Terry, Larry, Gary, Barry ist doch totaler Schnurz. Mac ist jetzt in der Leitung. Kommen wir also zur Wettervorhersage. Guten Morgen, Mac. Wie sieht es aus auf deinem Wetterradar? Guten Morgen, Gary. Ich sehe ein Tief, das ich mit einem kleinen Hoch paaren möchte. Doch der starke Ostwind bläst den beiden einen, dass sich die Balken biegen. Die feuchten Wolken bleiben nicht mehr lange da, wo sie sind und werden bald so trocken wie die Wüste im Sommer mit Dauersonne. Trotzdem bleiben die Temperaturen bei schmusigen 20 bis 22 Grad Celsius. Vielen Dank, Mac. Nun, da schaut so aus, als gäbe es einen tollen Tag voller wetterphänomenale Pornografie. Wie ich gehört habe, gehen heute die Gewerkschaftler wieder auf die Straße, um für mehr Geld und Bequemlichkeit zu streiken. Wenn ihr wollt, dass ihr gehört werdet, dann steht euch die Leitung nun offen. Ruft an und wir werden eure Botschaft in die Weiten der Welt senden. Oder zumindest so weit, wie unser Sender es zulässt. Gary? Wir haben schon den ersten Anrufer. Sehr schön, meine Freunde hinter euren Radios. Wir haben bereits den ersten Anrufer in der Leitung, dem die Stimmbänder brennen, etwas zu sagen. Wer ist denn heute unser Erster? Hallo Gary, hier ist Lenny Gilbert. Ich finde das mit dem Streik eine gute Sache. Wir bekommen viel zu wenig Geld für die schwere Arbeit in der Fabrik. Die Oberbosse sollten da mal etwas Zaster springen lassen. Vielen Dank, Lenny. Und da ist auch schon der Nächste. Ich bin Mandy Hudson. Mein Mann macht jeden Tag Überstunden, um mich und unsere beiden Kinder zu ernähren. Klar könnte man jetzt sagen, geh doch selber arbeiten. Doch wie soll man das denn bitte schön tun mit zwei Kleinkindern, die noch nicht mal in den Kindergarten können? Die beiden haben nichts von ihrem Vater, er ist ja nie zu Hause. Mandy, da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Sollte es so sein? Sollte ein Familienvater nicht Zeit für seine Kinder haben dürfen? Denk mal drüber nach. Ich sehe noch einen Anruf. Die sollten weniger jammern und streiken. Die sollten mal lieber ihren Job machen, auf dem sie sich beworben haben. Ich muss zu einem dringenden Meeting in die Stadt und komme nicht durch den Verkehr zum Kotzen. Tja, mein Lieber, dies ist das Land der freien Meinung. Und wenn der kleine, hart arbeitende Mann sich ausgenutzt fühlt, ist es sein gutes Recht, dagegen zu protestieren. In diesem Sinne, bleib friedlich und denk daran, Love is all you need. Kommen wir zu den traurigen Themen. Heute Nacht hat uns Mr. Jensen für immer verlassen. Er starb im Alter von 87 Jahren.
Er schlief ein und wachte nicht mehr auf. Wir drücken unser Beileid an die Hinterbliebenen aus. Leute, wir sind bei euch. Gary, eine Eilmeldung. Na, dann schieb's mal rüber. Wir unterbrechen unsere Quasselrunde für eine wichtige Durchsage. Auf der First Street, Ecke Milbert Lane, hat es einen Unfall gegeben. Macht die Strecke frei, dass die Einsatzwagen durchkommen. Ich wiederhole. Unfall auf der First Street, Ecke Milbert Lane. Macht Platz für die Rettungswagen. Und ich sehe hier ein Lämpchen für einen weiteren Anruf. Wen habe ich denn jetzt in der Leitung? Hier ist Lisa Madison. Mami, Daddy, ihr werdet's nicht glauben, ich bin im Radio. Oh Gott, was sage ich jetzt? Ich hab euch so dolle lieb, Mama, Papa. Wuhu! Mom? Dad? Habt ihr gehört? Welcher Vater oder welche Mutter wünscht sich nicht auch solch eine Tochter? Gary, hier ist ein Anrufer ohne Nummer. Ein mysteriöser Anrufer? Schick ihn mal rüber. Hallo, du bist live im Radio von WKUNT. Hallo. Tja, Freunde, scheint so, als würde... Verdammt, Terry, willst du mir die Trommelfelle killen? Sorry, ich wusste nicht. Schon gut. Tja, da hat wohl jemand seine Verbindung verloren. Die Technik ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Denkt ihr manchmal zurück an die Zeit, wo es noch nicht all diese höchst modernen Sachen gab? Handy, Computer, Internet. Das waren noch Zeiten. Wenn ich durch unser schönes Tempers Mills schlendere, sehe ich immer mehr Leute mit diesen tragbaren Fernsehapparaten vor der Mattscheibe rumlaufen. Könnte man heute darauf verzichten? Ich denke wohl kaum. Aber denkt dran, dass diese kleinen Mikrowellen euer Hirn kochen. WKUNT, euer Radiosender, von euch, für euch. Wir sind für euch da, Tag ein, Tag aus. Gary, ich habe Mac in der Leitung. Irgendetwas stimmt nicht. Okay, stell ihn durch. Mac, was hast du für uns? Ich weiß nicht so recht. Ich stehe auf dem Parkhaus neben der Brockford Street. Zwei Straßen weiter ist der Streik im Gange. Doch. Doch was? Gibt es Auseinandersetzungen? Nein, im Gegenteil. Die Menschen machen... nichts. Na, das ist doch positiv. Ein friedlicher Protestmarsch ist... Nein, Gary, du verstehst nicht. Sie machen... nichts. Sie stehen da wie angewurzelt. Diejenigen, die Protestschilder haben, halten sich starr in die Luft. Sie sind völlig... regungslos. Sie tun absolut gar nichts. Sie stehen da und starren vor sich hin. Das geht nun schon ungefähr 20 Minuten so. Was geht da ab? Siehst du irgendwelche Rettungswagen? Hat es einen Unfall gegeben? Moment. Man könnte meinen, dass du Gedanken lesen könntest. Der Sheriff fährt gerade vor. Er steigt aus. Geht durch die Menge. Er schaut sich die Leute an, doch sie reagieren nicht auf ihn. Er fasst sie an. Sie tun noch immer nichts. Was? Mac? Mac, was ist los? Der Sheriff steht nun ebenfalls wie angewurzelt dort. Vielleicht solltest du dich zurückziehen und... Was ist denn nun los? Was ist passiert? Die Menschen da unten fangen an zu zucken. Sie zucken? Was soll das heißen? Sie zucken, als hätten sie irgendwelche Anfälle. Könnte da unten eine Krankheit ausgebrochen sein? Das könnte sein. Sie zucken immer noch spastisch. Meine Freunde, eine kurze dringende Durchsage. Meidet die Portland Avenue. Irgendwas ist da im Busch. Es ist möglich, dass dort eine Krankheit ausgebrochen ist. Wir werden uns natürlich darum bemühen, weitere Informationen zu bekommen und euch auf den Laufenden zu halten. Mac, bist du dort in Sicherheit? Fühlst du dich schlecht? Mir geht es gut, doch den Leuten da unten nicht. Sie zittern, schwanken, ihre Bewegungen werden immer schneller. Das ist grotesk. Terry? Hast du schon was von der Polizeibehörde gehört? Haben die schon ein Statement gegeben? Ich versuche es jetzt schon zum 6. Mal, aber es geht keiner ran. Was? Ist das Sheriffbüro nicht besetzt? Gary? Hier ist wieder der Anrufer ohne Nummer. Soll ich durchstellen? Klar, vielleicht bekommen wir ja eine Antwort. Aber stelle die Lautstärke runter, nicht dass mir die Trommelfelle abermals fast platzen. In Ordnung. Hallo. Sie sind bei WKUNT, den tollsten Radiosender... tollsten Gary. Radio Gary? Den toll Gary.
send Gary. WK Gary Tra Temp Gary. Gary! Da! Was ist denn? Soll ich einen Herzinfarkt bekommen? Du hast nicht reagiert. Was habe ich? Ich reagiere doch. Ich habe den Anrufer unterbrochen. Doch du hast nur vor dich hingestarrt. Oh Gott! Mac, was ist los? Sie zerfallen! Bitte was? Die Menschen, Gary. Sie zerfallen! Gab es einen Anschlag? Nein! Sie zerfallen einfach! Sie sacken in sich zusammen und zerlegen sich! Irgendetwas strömt aus den zerfallenen Körpern davon! Einer nach dem anderen! Ich glaube, mir wird schlecht. Gary, sollten wir die Sendung nicht unterbrechen? Das könnten Kinder hören. Ich habe keine Lust auf eine Anklage. Die Leute haben ein Recht darauf, das zu hören. Sie sollten gewarnt werden. Mac, du solltest da lieber abhauen. Ja, das werde ich auf jeden. Werde ich auf... Mac? Auf... Was ist mit dir? Genau so hattest du gerade gesprochen. Ja. Du warst völlig abwesend. Werde. Mac, hau da ab. Ich glaube, er hat das Handy fallen lassen. Meine lieben Freunde, wir haben es hier möglicherweise mit einem Anschlag zu tun. Meidet großräumig das Gebiet um die Portland Avenue. Gary, du kannst doch nicht einfach so eine Nachricht senden. Es gibt Regeln. Keiner weiß, was da los ist. Sollen wir die Leute da einfach hinfahren oder hingehen lassen? Nein, aber... Gary, ich habe hier einen Bericht aus Boston eingefangen. Also Leute... Bleibt zu Hause und lauscht weiter unsere Sendung. Ich werde euch zur Beruhigung etwas Musik spielen. In der Zwischenzeit recherchieren Terry und ich und melden uns in Kürze wieder. Ja, Terry und Gary, euer Dreamteam in unseren kleinen und schönen Tempest Mills. Okay, Terry, lass hören. Hier spricht Adam O'Brien von CNB. Heute Morgen hat es in der Innenstadt einen Anschlag gegeben. Die Behörden haben den Notstand ausgerufen und haben die Nationalgarde und die Army angewiesen, den Bereich großräumig abzuriegeln. Nach neuesten Erkenntnissen kam höchstwahrscheinlich eine besonders aggressive Chemikalie zum Einsatz. Sie hat sich über mehrere Blöcke ausgeweitet. Der Kontakt mit der Chemikalie ist zu 100% ansteckend und führt binnen kürzester Zeit zum Tode. Was zum Teufel war das? Hier wird geschossen. Es klingt so, als würde das Militär gegen jemanden vorgehen. Hier herrscht Ausnahmezustand. Es klingt hier so, als würden wir in einem Kriegsgebiet sein. Was ist denn das? Rob, halt die Kamera drauf! Aus den Nebelschwaden der Explosionen kommt etwas heraus. Es sieht aus wie eine Flüssigkeit. Sie bewegt sich auf uns zu. Oh Gott! Das ist keine Flüssigkeit. Es sind... Oh nein! Rob, lauf! Lauf! Ah! Ich bin gestürzt! Rob, nein! Lauf weiter! Es krabbelt an meinem Bein entlang! Geht weg! Geht weg! Ah! Raus aus meinen Ohren! Raus! Raus! Rob! CNB! Ach du Heilige! Ich wollte gerade etwas Ähnliches sagen. Was zum Henker ist da passiert? Keine Ahnung. Ich bekomme hier immer mehr Berichte rein. Aus Washington, aus Kanada, Deutschland, Russland, Indien. Überall das gleiche Thema. Sie werden von irgendwas angegriffen. Laut einigen Zeugen sollen es Schwärme von... Von was? Ameisen. Insekten. Milliarden von Insekten fallen über die Menschen her. Insekten? Aber wie ist das möglich? Mac? Was ist mit ihm? Ich habe Mac in der Leitung. Ich verstehe ihn kaum. Schick ihn mir gleich rüber. Achtung, Achtung! Wir haben beunruhigende Nachrichten für euch. Es scheint so, als würden wir, und damit meine ich wir Menschen, von Insekten angegriffen werden. Wir haben Berichte aus dem ganzen Land und dem Ausland erhalten, die darauf hinweisen. Auf der ganzen Welt werden Menschen von Insektenschwärmen attackiert. Bleibt zu Hause, schließt alle Fenster und Türen, dichtet sie ab mit Klebeband, quetscht Kissen davor, rollt Zeitung zusammen und drückt sie unter die Türspalte. Gebt den Insekten keine Möglichkeit, ins Innere des Hauses zu kommen. Laut den Berichten ist das Militär ausgerückt und geht mit Waffengewalt gegen die angreifenden Dinger vor. Haltet aus. Rettung ist unterwegs. Terry, schick mir Mac rüber. Okay. Sieh zu, dass du alles abdichtest. Wir müssen so lange wie möglich auf Sendung bleiben. Ich kümmere mich drum. Mac? Geht's dir gut? Bist du da weggekommen? Mac? Nicht Mac.
Schwarm. Mit wem spreche ich da? Mit uns. Wer ist uns? Schwarm. Was soll das heißen? Schwarm. Genug. Mensch, zu viel. Muss beseitigt werden. Schwarm. Spreche ich mit den Angreifern? Mit den Insekten? Nicht Insekt. Mensch hat uns so genannt. Wir sind Schwarm. Was wollt ihr? Warum greift ihr uns an? Mensch zerstört Welt. Schwarm zerstört Mensch. Aber warum? Was haben wir euch getan? Mensch tötet Millionen vom Schwarm. Mensch töten Welt. Mensch nicht einziges Wesen auf Welt. Schwarm beseitigt Mensch. Lass uns darüber reden. Wir kommen bestimmt zu einem Kompromiss. Das könnt ihr nicht tun! Hallo? Rede mit mir! Alles dicht. Was zum Henker war das? Hallo Tempers Mills. Ihr habt es gehört. Versucht euch zu schützen, bis das Militär eingetroffen ist. Gary, bleib ruhig. Hier kommen noch einige Berichte rein. Ich bleibe so lange auf Sendung, wie es geht, und werde euch über die neuesten Entwicklungen informieren. Überall auf der Welt wird schwer gekämpft. Die deutsche Luftwaffe hat Bienenschwärme angegriffen. Sie versuchen der Sache irgendwie Herr zu werden. Doch das funktioniert wohl nicht. Man schießt mit Kanonenkugeln auf Spatzen. In Frankreich gab es mehrere thermonukleare Explosionen. Genauso wie in Nord- und Südkorea, in Japan, China, Russland und Norwegen. Unsere Regierung hat den Abwurf mehrerer Atombomben auf die Städte New York, Montana, Washington, Boston und Oklahoma befohlen. Ich bekomme Meldung aus Quebec, Kanada. Es steht völlig in Flammen. Man ging mit Napalm vor. Die Menschen flüchten in die Küstenregionen, um aufs Land hinauszukommen. Ich... Da! Weg mit dir! Was ist los? Eine Ameise! Eine verdammte Ameise! Bleib ruhig! Hier ist sonst nichts weiter. Ich... Gary? Was? Hier kommt noch eine Nachricht. Verdammtes Mistvieh. Was steht drin? Terry, was steht drin? Oh mein Gott. Ich schicke es dir rüber. Scheiße. Achtung, Achtung! Eine dringende Durchsage. Die Regierung hat den Abwurf einer 55-Megaton-Bombe auf Tempers Mills befohlen. Ein Bomber mit der Ladung ist bereits gestartet und auf dem Weg hierher. Sucht Schutz. Geht in den Keller. Stellt Türen schräg an die Wand, wenn ihr keinen Keller habt. Beschwert diese. Versucht zu überleben. Das ist ein einziger Albtraum. Was sollen wir tun? Wir haben hier keinen Keller oder ähnliches. Wir können leider gar nichts tun. Wir würden es nirgendwohin rechtzeitig schaffen. Komm zu mir in die Kabine. Jetzt? Hey ihr da draußen, wenn ihr uns noch hört. Hier sind Gary und Terry, euer Dreamteam aus unseren schönen Tempers Mills. Es war uns eine Freude, euch unterhalten zu dürfen. Wir werden hier leider nicht mehr wegkommen. Auf unserer Außenkamera sehen wir die Insekten. Die haben unser Gebäude völlig eingehüllt. Wir werden bei euch bleiben. Wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Haben uns über die Nachbarn amüsiert. Tut mir leid, kleiner Timmy, dass dein Geburtstag völlig versaut wurde.
Ich kann den Bomber bereits hören. Bald wird das hier vorbei sein. Und falls du, Schwarm, das hier auch hören kannst, wir werden nicht kampflos untergehen. Das verspreche ich dir. Gary, halt mich. Okay. Gary und Terry, euer Dream Team, meldet sich ab.